Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen zu einem weiteren Let's Play hier bei Hunter und Kron. Heute mit einem brandneuen Spiel von Schmidt Spiele, die Quacksalber von Quedlinburg. Schöne Alliteration, würde ich mal sagen. Und auch der Autor hat eine schöne Alliteration im Namen, nämlich Wolfgang Warsch. Ein Name, den wir in Nürnberg öfter gehört haben. Der hat unter anderem auch The Mind gemacht. Ein interessantes neues kleines Kartenspiel beim NSV. Aber er hat auch das hier gemacht. Und außerdem hat er auch noch Würfelland. Ist das nicht auch von Wolfgang Warsch? Auf jeden Fall irgendwie, also bin ich mir nicht 100% sicher. Auf jeden Fall drei Spiele auf jeden Fall gab es von Wolfgang Warsch zu bestaunen in Nürnberg. Und das ist das Größte. Ein Familien-Backbuilding-Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren. 45 Minuten. Ja, Backbuilding für die Familie. Einfach, schönes Thema. Alchemistenthema quasi, also ja, viel einfacher als die Alchemisten, aber Alchemistenthema. Wir müssen Tränke brauen. Wir haben einen schönen Sack, wo schon mal so ein paar Sachen drin sind. Das ist auch hier abgedruckt auf dem Tableau. Ja, sieht man's. Ne, was ein weißer Dreier, 2 weiße Zweier und 4 weiße Einser, aber diese weißen sind die Knallerbsen und die sind eigentlich gar nicht so gut. Weil die, man hat auch noch einen grünen Einser und einen orangen Einser, weil die weißen Knallerbsen, die bringen den Kessel zu explodieren. Man kann immer so lange brauen, also Plättchen aus seinem Kessel ziehen, bis man mehr als 7 von den Weißen in der Summe liegen hat. Also was weiß ich, so ein Dreier, ein Zweier und 2 Einser zum Beispiel, 7. Mhm. Dann sollte man sich schon überlegen, ob man weiterzieht, weil sobald der Kessel explodiert, kriegt man nachher nur einen Teil der Belohnungen. Und wenn der Kessel nicht explodiert, dann kriegt man die vollen Belohnungen, wie ihr dann gleich sehen werdet. Ja, also so ein bisschen mal. Push your luck ist auch mit dabei, genau. Na, nicht zu viel Knallerbsen brauen. Den Rest können wir schon fast, glaube ich, erklären, wenn es soweit... Von den wertvollen Chips. Die möchte ich gleich alle kaufen. Ja, wir kaufen natürlich neue Chips für unseren Kessel, ist klar. Gibt es noch weitere Farben, die wir am Anfang noch gar nicht haben. Die haben auch Spezialfähigkeiten. Denke ich, kommen wir drauf, wenn wir dann zur ersten Kaufphase übergehen. Ach, und das Kartendeck musst du noch kurz erwähnen. Ja, es gibt jetzt jede Runde quasi. Also spielen insgesamt 9 Runden. Fangen hier mit Runde 1 an. Da haben wir, wie gesagt, nicht mehr in unserem... Beutel als das hier, also da wird noch nicht so viel gebraut werden. Und es wird jetzt noch modifiziert durch ein Ereignis und hier heißt es, ziehe 4 Chips aus deinem Beutel, tausche einen davon gegen den nächsthöheren Chip derselben Farbe. Kannst du nicht tauschen, weil man zum Beispiel nur weiße ziehen würde, nimm dir einen grünen Einer-Chip. Das ist nicht schlecht. Also wir ziehen jetzt jeder erstmal als Minispiel sozusagen 4 Chips aus unserem Beutel. Okay, und was müssen wir dann? Du willst irgendeinen ziehen, der nicht weiß ist. Nein! Ist dann nur weiß. Komm, komm, komm. Ah, okay. Aber leider gibt es von den Orangen, die gibt es nur als Einser. Gibt's aber du darfst dir als Entschädigung einen grünen Einser nehmen. Ah, okay. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich zähle jetzt auch mal 4. Na gut. Und dann schmeiße ich alles wieder rein. 1, 2, 3, 4. Ah, du hast guck mal, bei mir ist noch vom Beispiel gerade. Ich muss noch einen Sack zurücksetzen. Stimmt, gut, du hast ja noch den. Gemacht haben. Ja, ja. Ich habe gerade noch aus der Beispielrunde. Ich muss mal meinen Sack nochmal richtig bestücken hier. Richtig. Der rote, den darf ich noch gar nicht haben. So, jetzt stimmt's wieder. Ich wollte Kron gleich mal falsch brauen. Ja, ein paar Vierer schon in meinen Sack schmuggeln. So, jetzt ziehe ich 4. 1, 2, 3, 4. Ja, jetzt könntest du... Ja, ich kriege einen grünen Zweier. Grünen Zweier, Na gut. Ja, du hast jetzt halt einen Chip mehr. Ja, ich weiß. Ich halt, also ist schon... Alles gut. So, ansonsten wird es einfach, und wir tun im Prinzip auch gleichzeitig brauen, weil es gibt ja nichts, worauf man da achten muss. Jeder kann das selber entscheiden, wann er aufhört. Und das ist auch so ein Ding, es gilt wie so Spiele, wie bei Karuba auch. Das steht jetzt nicht so explizit in der Anleitung, aber wartet halt nicht, bis die anderen fertig sind. Und guckt mal, wie weit ist er gekommen, sondern braut einfach, wie ihr glaubt, dass es richtig ist. Wir brauen jetzt einfach. Und dann werten wir nacheinander aus. So, jetzt erkläre ich das nämlich mal. Ich habe hier einen Einser gezogen. Habe ich auch. Kann man hier auch. Das heißt, der kommt aufs erste Feld nach meinem Tropfen in meinen Kessel. Hm. Nochmal ein Einser, das heißt wieder aufs nächste Feld. Nochmal ein Einser habe ich gezogen. Oh, jetzt seht ihr, jetzt habe ich einen Dreier gezogen. Und der kommt jetzt eben nicht auf das Feld hier, sondern 1, 2, 3. Und dein Kessel ist fast explodiert. Ja, mein Kessel ist jetzt schon fast explodiert. Aber ich ziehe natürlich weiter, weil der Dreier ist ja raus. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, einen weiteren Zweier zu ziehen. Jetzt ziehe ich immerhin einen orangen Einser. Man darf übrigens zu keinem Zeitpunkt im Spiel in seinen Beutel schauen. Man muss sich also merken, was man da hinzukauft. Jetzt habe ich noch einen Zweier. Jetzt habe ich genau 7. Und wenn ich jetzt nicht ausgerechnet den einen grünen ziehe, den ich noch habe, dann würde auf jeden Fall mein Kessel explodieren.
Deswegen werde ich jetzt in Runde 1. Also es darf nicht schon bei aufhören. Ich habe jetzt 5. Ich darf einfach nur nicht meinen Dreier. Mein Dreier darf ich jetzt halt nicht ziehen. Aber ein Zweier ist raus. Ich habe noch 4. Fühlen, wie viele Chips du sind hast. 4. 1 zu 4, dass ich explodiere. 25. 2, 4, 5, 6. Jetzt habe ich noch 3. Nee, jetzt habe ich noch 1, 2, 3. Ja, 3 halte ich. Also 1 zu 3, dass ich explodiere. Wie weit bist du gekommen? Ja. Ach so. Ja, komm, ich probiere es. Komm, 1 zu 3. Das ist doch kein... Ja. Okay. Das hast du ja auch genau. 7 könntest dann werde ich jetzt weiterziehen. Ja, mache ich aber nicht. Auch auf. Das heißt, wir haben es beide gleich weit geschafft, nämlich bis zu diesem 9er Feld hier mit dem Rubin und der 1. Das bedeutet, jetzt schauen wir erstmal, wer ist am weitesten gekommen. Wir beide, keiner explodiert, ist auch schon mal gut. Oh, mein Trank ist alles. Ja, den Trank haben wir jetzt noch nicht erklärt, aber das wird sich alles danach von selbst erklären und den Rattenstein hier unten. Ja. Jetzt dürfen wir beide würfeln und kriegen die Belohnung. Meine Belohnung ist, dass ich meinen Tropfen einfällt vorbewegen darf. Das ist doch schon mal gleich ziemlich cool, oder? Dauerhaft, also seht ihr von hier von der 0 auf die 1. Jetzt darf ich natürlich in Zukunft das erste Plättchen hier hinlegen. Ich kriege einfach 2 Siegpunkte. Ja, das ist auch so. Was bin ich eigentlich für ein... Du bist grau, silber. So, wir sind auf der 0 eigentlich. Auf der 0 eigentlich, genau. Das ist alles noch vom Beispiel. So, und jetzt kriegen wir jeder einen Siegpunkt. Zack, zack. Und wir dürfen jeder für 9... Ein Rubin kriegen wir auch, vollkommen richtig. Der kommt den hast du auch, deinen hast du auch von. Ah, du bist hast dich nicht. Ich habe nach dem Beispiel nicht wieder richtig. So, jetzt stimmt, mit einem Rubin startet man. Einen habe ich jetzt quasi bekommen, weil das freie, sichtbare Feld, das man halt erreicht hat, das zählt. Ein Zielpunkt, ein Rubin. Und für 9 kauft man einen. Jetzt sieht man, hier gibt es Preise. Erstmal gibt es Spezialfähigkeiten. Der Grüne hätte jetzt schon aktiv sein können, wenn nämlich der letzte oder vorletzte Chip im Kessel grün ist. Bekommt man einen Rubin, das ist aber bei keinem von uns. Nee. Hunter hat seine Grünen zwar gezogen, aber ganz am Anfang. Ich habe meinen Grünen gar nicht gezogen. Schade eigentlich. Und jetzt kaufe ich einen für 9 und man dürfte bis zu 2 Chips kaufen. Die müssten aber von verschiedener Farbe sein. Also ich kann jetzt nicht 2 orangene hier oder 2 grüne. Ich kaufe einfach mal einen roten 1er für 6 und einen orangen 1er für 3. Das macht nämlich genau 9. Ich mache mal was anderes, damit ich das gleich mache. Ich nehme einen 1er blau und einen 1er grün. Ist auch 9. Das ist auch gut. Ja. Ja. Und jetzt kommt einfach alles wieder zurück in den Cash. Alles zurück. Ach, dein Tropfen ist jetzt schon eins weiter. Das war schon die erste Runde. Ah ja, genau. Wir dürfen jetzt natürlich noch kaufen für unsere roten Rubine. Und zwar gibt es da 2 Möglichkeiten. Entweder kannst du deinen Trank wieder auffüllen, den haben wir ja noch nicht benutzt, also stellst du die Frage nicht. Oder man kann die 2 abgeben, um seinen Tropfen einzufüllen. Ja, immerhin ein Schritt. Ja. Und ist jetzt der Rattenstein irgendwie aktiv, weil ich jetzt vor dir bin? Oder? Ja, tatsächlich kriege ich jetzt sogar, weil jetzt sieht man hier, Hunter hat schon 30 Punkte, ich habe erst einen. Und zwischen mir und dem Führenden ist quasi ein Rattenschwanz. Jetzt kriege ich für diese Runde quasi so einen kleinen Push mit der Ratte und darf halt meinen ersten hier schon hinlegen. Was wir jetzt auch noch nicht gezeigt haben, das ist aber auch ganz schön. Du kannst vielleicht mal kurz zeigen, dein Tableau mal umdrehen. Oh. Mal kurz. Da auf der Rückseite gibt es noch eine Variante. Da kann man dann mit einem zweiten Tropfenstein spielen und dann muss man sich immer entscheiden, ob man den Tropfen im Kessel vorbewegt oder hier unten und da gibt es halt auch nochmal so extra Sachen. Wie kriegt man dann, wenn man da halt drauf geht? Aber das ja für Hunters erste Quacksalberstunde ist. Quacksalberstunde, was? Ja. Kein Problem. Und auch, an der Stelle mal gesagt, auch von diesen Spezialfähigkeiten, von diesen Buchsets gibt es 4 verschiedene, so vorgeschlagene Buchsets. Mit jeweils komplett verschiedenen Fähigkeiten der Chips, wobei nicht komplett, also schwarz und orange bleibt immer gleich, aber die anderen ändern sich. Übrigens, wir sind in Runde 2 und werden jetzt auch eine neue Farbe kennen. Ach so, weil hier sozusagen, ja, genau. Okay, verstehe. Kommt nämlich die gelben. Da heißt es, ist der direkt zuvor ausliegende Chip weiß, lege den weißen Chip zurück in deinen Beutel. Also da kann man weiße sozusagen entsorgen wieder. Dann, genau. Okay, also. Auf ein neues gebraut. Das wird wieder gebraut und wir dürfen wieder gleichzeitig brauen. Das finde ich sehr angenehm immer. Das ist schön. Oh nein, der Dreierknall. Ich ziehe auch nur weiße. Ich brauche einfach am Anfang. Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich den 2er grün gezogen. Das ist schon mal sehr gut. 6 habe ich schon, 6 Knallerbsen, aber das ist mir egal. Ich habe noch so viele andere, das muss doch irgendwas anderes noch haben. Komm. Nein! Explodiert. Du bist explodiert? Ja.
Ich schaue es mir gleich an. Ich muss nicht, ich habe auch schon 5, aber ich ziehe es natürlich auch weiter. Aber 6, ich kann jetzt 7. trotzdem auch nicht weiterziehen, ne? Ich ziehe nur weiße. Nee, du darfst den, der explodiert ist, den darfst du noch hinlegen. Ja, das habe ich auch hingelegt. Aber guck Ja, mal, du hast wie. ja, du hast ja hier, das ist ja also Ach so, 1, oh, 2, 3, Entschuldigung, ja, 4, richtig. Das, ah, und das auch. Ah, 5, ich habe ganz vergessen, 2, hier zu 1, zählen. Ja, so, so. genau. Ja, genau, in Hätte der ich es vielleicht Aufregung einfach nicht alles machen sollen. geteilt. Nee, naja. Ja, aber es ist auch gar nicht, am Anfang gar nicht so schlimm, wie du es gleich sehen wirst. Ich meine, damit bin ich eindeutig weitergekommen, aber ich wäre, glaube ich, eh weitergekommen. Ich bin nämlich hier, ich höre auch auf, habe genau 7 Knallerbsen im Kessel, ist nicht explodiert. Ich darf würfeln als Belohnung. Nochmal tropfen, okay. Nochmal der Tropfen, also, ich warte, den werde ich gleich mal wieder wegpacken. Und dann kriege ich einen Rubin wieder und 2 Siegpunkte und kann für 13 einkaufen. Und du musst dich jetzt nur Ja, ich entscheiden, kaufe einen für entweder 10. oder. Ich Ja, kaufe und einfach 2 einen für Siegpunkte ist 10. ja gar nicht so schlimm, die hast du dir Ja. vorhin eh erwürfelt sozusagen. Ja, ich kaufe einfach einen für Am 10. Anfang geht es noch, ich kaufe jetzt für 13 ein. Ja, ich kaufe mir jetzt einen Zweier in Blau und nochmal so einen Orangenen. Ach, ich kaufe mir hier so einen coolen, so eine coole Schweigen der Lämmer-Motte für 10. Weil es Einfach halt nur, weil ich es kann. der Stelle vielleicht mal gesagt, bei den Roten ist es nämlich so, wenn man den Roten zieht und es liegen schon Orangen im Kessel, dann darf man den Roten weiterziehen als normalerweise. Bei 1 bis 2 orangenen Kürbissen ein Feld weiter und wenn man 3 orangene Kürbisse hat, sogar 2 Felder weiter. Und was Hunter sich da vorhin gekauft hat, die blauen. Wenn man einen blauen zieht, dann darf man danach gleich nochmal einziehen. Das darf man ja eh immer. Aber den nächsten, den man dann hier zieht, der ist optional. Den darf man legen, muss man aber nicht. Bei einem 1er blauen zieht man einen, darf ihn legen, muss man nicht. Bei einem 2er sogar 2, beim 4er darf man sogar 4 ziehen, hat dann halt die volle Auswahl. Ja, und die schwarzen, über die haben wir auch noch nicht gesprochen. Da ist es einfach stark, mehr zu haben als Mitspieler, weil dann darf man auch seinen Tropfen bewegen und gegebenenfalls sogar Tropfen und Rubin. Tropfen B und Okay. Rubin nehmen. Du hast trotzdem Gleichstand, ja? Ja. Okay. Na gut. Ja, du Auf hast ein ja Eis. vorhin. Halt, ach Achso, halt so. hier. Hier, es Oh. kommt noch hier noch was. Oder? Ja, es Ah, und kommt nämlich. wir Wir haben haben das tatsächlich vergessen. die Karte vergessen bei der zweiten Runde. Ja. Ja, na gut. So ist es beim Let's Play. Nimm dir den angegebenen Bonus abhängig von der Menge an lila Chips in deinem Kessel. Also je mehr lila Chips du in deinem Kessel hast, desto besser wird der Bonus. Beim Ah ersten ja, bekommst du einen verstehe. Siegpunkt, beim zweiten und so weiter. Aber naja, klar, wir haben Wir haben natürlich die vorhin Karte vergessen. vergessen, aber gut. Gut, wir können es jetzt natürlich nachträglich machen. Dann machen wir jetzt halt zwei Sachen. Einmal hier, ziehe 5 Chips aus deinem Beutel. Ja. Der oder die Spieler mit der niedrigsten Summe nehmen sich einen blauen Zweier-Chip. Alle anderen kriegen einen Rubin. 5 Chips. 1, 2, 3, Ich habe ziemlich 4, 5, niedrig. ich habe 6. 7. 6. Dann kriegst du einen blauen Zweier-Chip Yes! und ich kriege einen Rubin. So, Okay. und jetzt machen wir gleich noch die Das ist zweite ganz witzig, Karte. diese Minispiele, ja. Zweite Karte, das ist mal was anderes. In dieser Runde darfst du den ersten weißen Chip, den du ziehst, wieder zurück in den Beutel legen. Interessant, sehr schön. Rattensteine gibt es für keinen von uns. Weil wir punktgleich sind. Oh, damit sind wir in Runde 3. Ja, in der Aufregung vergessen, die Karte zu ziehen. Macht nichts, alles wieder rückgängig gemacht. Okay, los geht's. Oh, du bist echt schon mal, dein Tropfen hat schon auf der 3. Das finde ich halt echt schon fies. Und nicht vergessen, Ah, dass du den ersten darf ich den zurückschmeißen, ersten ne? darfst du, ich mach, schmeiß meinen auch wieder zurück. Und nicht vergessen, dass du den Trank benutzen Ja, könntest, ja. wenn du jetzt mal währenddessen. Mit dem Trank kann Aber man nämlich einen Weißen, den man zieht, auch wieder zurück in den Beutel nur, wenn werfen. man nicht dadurch explodiert. Genau. Das ist halt so das Ding. Ich habe natürlich trotzdem den weißen Einser gleich wieder gezogen. Jetzt immerhin den Orangen. Jetzt hoffe ich natürlich, dass der Rote kommt, weil der Rote durch den Orangen jetzt weiter dürfte. Oh, jetzt habe ich einen Zweier in Blau gezogen. Jetzt passiert der Effekt hier. Ich darf 2 ziehen und mir einen davon aussuchen, wenn ich möchte. Ich könnte aber auch beide zurückwerfen. Das ist ganz cool. Jetzt hoffe ich natürlich, ich ziehe den Roten. Tue ich nicht. Das ist die Frage. Den Oh. Grünen gleich legen, aber dann kriege ich halt nicht Ich habe auch den Zweier blau diesen letzte gezogen. oder vorletzte Stelle-Effekt. Wie ist es jetzt? Ich kann die, ziehe ich die nacheinander, die zwei? Oder ziehe ich jetzt zwei und überlege, ob ich sie einbaue? Bei dem roten Ja, blauen. ich lege Habe ich jetzt trotzdem auch. den Grünen und wirf den zurück. Aber man kann sich aussuchen, ob man einen zurückwirft. Ich habe es genau das gleiche auch jetzt. Genau, du kannst beide zurück oder du legst einen. Ich habe jetzt natürlich den Grünen Ah, gelegt, auch wenn der aber natürlich eigentlich am Ende liegen triggert sollte. noch, ich habe nochmal einen blauen gezogen, jetzt triggert es nochmal. Ja, jetzt
kannst du natürlich, klar, jetzt darfst du für den blauen... Nochmal ziehen, quasi nochmal extra überlegen. Ah, den schmeiße ich zurück. Genau. Oh, okay. Jetzt habe ich den Dreier. Aber jetzt trinke ich mal meinen Trank und werfe den Dreier, indem ich den Trank trinke, einfach wieder ja, das zurück mach ich in auch. Den Beutel. Mache ich auch. Weil der Anfang meines Tranks ist eigentlich ganz gut gelaufen. Ich will diesen roten jetzt mal haben. Hi! Achso, 1, 2, 3. Oh, shit, da ist er schon wieder. Jetzt bin ich schon auf 6. Ah, bei mir auch. Ich ziehe jetzt trotzdem nochmal. Komm. Ja, ich höre auf. Ich höre auch auf. Wird zu gefährlich. Du hast trotzdem einen Zweier geschafft. Obwohl, ich kann ja noch, ich muss ja nur den Zweier halt. Darf halt keinen der beiden Zweier irgendwie ziehen. Nee, ich kann nichts mehr wagen. Ich probiere es, komm. Haha, explodiert. Ich wollte halt unbedingt den roten ziehen, weil der hätte jetzt schon weitergedurft. Das war blöd. Egal. Ja, damit darfst du auf jeden Fall würfeln. Mhm. Kriegst einen Kürbis. Einen Kürbis. Und ich muss mir aussuchen, Siegpunkte oder einkaufen, aber ich werde jetzt auch nochmal einkaufen. Also ich krieg natürlich auf jeden Fall die Siegpunkte. Und kann für 15 einkaufen. Und, ach ja, guck mal hier, ich hab die Mehrheit von den Schwarzen. Oh, ja. Das heißt, ich kann den Tropfen vor und krieg einen Rubin, richtig? Mhm. Yes. Das ist natürlich... Ich habe 16. 15. Ich kaufe mir jetzt so einen Vierer in Rot. Teurer Spaß. Aber wenn ich ihn ziehe, ist es natürlich super. Und die Siegpunkte verfallen bei mir leider. Wie viele Siegpunkte kriegst du? Hast du dir schon gegeben? Habe ich schon genommen, ja. Dann kriege ich jetzt wieder einen Rattenstein. Als ich muss nochmal überlegen, was ich kaufe. Und 15. Ich werde für meine zwei Rubine noch den Tropfen eins vorgelegt. Bin ich schon mit dem Tropfen auf der 4. Ich ziehe noch einen schwarzen. Ich kaufe noch einen schwarzen und noch einen blauen 1 auf der 15. Uiuiui. Ich gehe auf die schwarzen. Ja, das ist ziemlich gut auch. Ja, und damit sind wir schon in Runde 4. Passiert da noch irgendwas? Lila hat noch keiner gekauft. In dieser Runde wird jeder orangene Chip zusätzlich ein Feld weitergezogen. Oh, ja, keiner von uns hat einen orangenen. Ja, ah doch, ach so, nee, ist ja Kürbis. Sorry, ich dachte gerade, es wäre der rosane. Okay. Okay, Brau Ahoi oder wie immer man sagt. Ah, gleich mit dem Weißen gestartet. Ich auch. Hey. Und Weiß geht's weiter. Ah, Blau, okay, ich kann überlegen. Ah, sehr gut. Oh nein. Was bringen nochmal die Grünen? Achso, die müssen hinten liegen, ne? Die Grünen wollen an letzter oder vorletzter Stelle im Kessel liegen. Oh, jeder Orangene kommt ja ein Feld weiter. Achso, ein Feld weiter, Orangene, stimmt. Ich darf nur den Dreier nicht. Das gibt's doch nicht. Ich bin schon explodiert. Scheiße. Oh Mann, ich habe doch noch so viele Punkte im Kessel. Wieso bin ich jetzt schon explodiert? Bei mir läuft es noch ganz gut. Ah, guck mal, eins weiter. Gott, das ist ja brutal. Ich habe erst 3. Oh, guck mal, der könnte mal ganz hinten liegen, theoretisch. Wenn jetzt der Dreier kommt, würde ich vielleicht aufhören. Ah, nee, kommt da aber nicht. Jetzt kommt der. Darfst du wieder einen ziehen, den dürftest du sogar zurückwerfen. Den. Da wirfst du nichts. Ah, doch. Was soll's. Aber jetzt haben echt, ich glaube, es sind fast nur noch Knallerbsen drin. Ich habe echt gut gezogen. Ja. Ich könnte trotzdem einmal noch ziehen, auf jeden Fall. Oh, jetzt kommt der 3, 1, 2, 3, dann höre ich jetzt auf. Genau, jetzt 7. Oh Gott, das ist ja bis zu 18. Wow. Weiter, du darfst würfeln. Ich habe natürlich wieder nichts. Du bist auch explodiert. Ein Siegpunkt. Und dann. Du kriegst dann für dein Feld 4 Siegpunkte und darfst für 18 einkaufen. 1, 2, und ich muss 3, mal wieder 4. aussuchen. Ich muss aber nochmal auf Einkauf gehen. Ich bleibe jetzt bei der Tasche und kaufe mir für 16 nochmal einen roten 4. In der Hoffnung, die dann halt auch mal wirklich zu ziehen. Was kam jetzt nochmal? Der Gelbe ist ja auch sofort weiß. Die lege Gelben den. Sind auch cool. Ne? Lege den weißen Chip zurück in deinen Beutel. Direkt zuvor ausliegende Chip weiß. Ja, der muss halt auch wirklich davor weiß sein. Ah. Das ist natürlich Zufall, ob das passiert. Aber ich würde auch mal so einen nehmen, der halt so richtig nach vorne prescht. Ich habe ja 18. Dann nehme ich jetzt mal hier den weißen, den gelben Vierer. Mal gucken, was es bringt. Und ich habe wieder die Mehrheit an den schwarzen, ja. Also wieder eins vor und ein Rubin. Und ich kann für 2 Rubine nochmal einen vor. Eieieiei. Das bedeutet, hier sind aber auch 1, 2, 3 Rattenschwänze auf der Siegpunktleiste, Differenz zwischen dir und mir. Das heißt, ich kriege hier die Ratte aufs dritte Feld. Das ist eine interessante... Runde 5. Das ist wirklich eine interessante
Ein interessanter Catch-up-Mechanismus. Ich hoffe, ich kann auch Catch-up. Jetzt hier. Diese Runde hast du ohne Explosion gestoppt. Bevor gewürfelt wird, ziehst du bis zu 5 Chips aus deinem Beutel und darfst einen davon in deinen Kessel legen. Aber wir haben das so interpretiert, dass natürlich trotzdem nicht explodieren darf. Also ja, wenn du es dann nur weiße ziehst oder so, du darfst halt noch irgendwas hinzufügen, wenn es dann immer noch nicht explodiert. Es muss schon regelkonform sein. Sozusagen. Starke Zutat, ja, alles klar. Okay. Aber was ist, es explodierst? Es ist ein Unterschied, Sachen, die das sofort passieren oder Sachen, die währenddessen... Aber so. Quasi, du könntest es damit auch explodieren, meinst du? Nö, du musst ja. Ja, ja, lege einen davon in deinen Kessel. Ja, ja, aber ich glaube nicht, dass du damit durch explodierst. Ja, hast recht. Das wäre ja sonst kontraproduktiv. Okay, gut, los geht's. Ja, schon mal schön gestartet. Jetzt die Orangen dann wieder normal weit, ja. Mhm. Ja, du, das ist alles immer bunt am Anfang. Ne? Das ist gut, ja. Weißen. Aber wenn ich jetzt die Vierer hier mal ziehe. Hier, ein Einser, aber ich habe ja schon Orangen hier im Kessel, das heißt, der darf immerhin schon ein Feld weiter. Ja, hier sieht man es nochmal. So, jetzt müsste ich einen Weißen ziehen. Liegt bereits Orangen im Kessel, ein Feld weiter. Das, der muss dahinter liegen, ne? Der muss direkt davor. Direkt zuvor, ja. Direkt davor, das hätte nicht, hat nicht funktioniert. Jetzt habe ich sogar 3 Orangen. Wenn ich jetzt meine Vierer ziehe, dann ist hier... dann ist Punk. Okay. Warte. Schmeiß ich beide wieder rein. Komm schon. Nein. 3 Knallerbsen. Oh ja, ich habe einen blauen. Das heißt, dann darf ich immerhin 2 ziehen und mir einen aussuchen. Und? Scheiße. Ich will keinen davon. Scheiße, der ist zurück. Rote, wo seid ihr? Weiß ich schon. Ich habe einen roten. Roten 4 und ich habe 3 Orangen im Kessel. Der darf 2 Felder weiter. Das sind 6 Felder. 1, 2, 3, 4, ich habe 5. 6. Ich darf nur den Dreier nicht ziehen. Und ich darf immer noch weiter brauchen. Ich könnte sogar den zweiten Vierer auch noch ziehen. 3, okay. Den Zweier, okay. Diesmal läuft es einigermaßen hier. Ja, ich werde es probieren. Ach, scheiße, jetzt ziehe ich den wieder. Sehr gut. Ich darf halt nur den anderen Zweier nicht ziehen. Ich darf den Dreier. Muss man schon, oder? Den Dreier darf ich nicht ziehen. Ich darf aber nur den einen Zweier nicht. Einen nehme ich noch. Ein bisschen zocken. Okay. Eins, okay. Gut, ich höre auf. 22,7. Ich habe 6 und ich bin auf 19,5. Ja! Achso, warte mal. Wir sind beide nicht explodiert. Jetzt dürfen wir bis zu 5 Chips ziehen. Ja. Das ist super. 1, 2. Und dann noch einen hinzufügen, ja? Das ist nämlich alles aus meinem Beutel. Und jetzt darf ich den einen hinzufügen und der darf 6 Felder rein. Och, weil das der Vierer ist. Oh, das gibt's doch gar nicht. Bevor du hast diese passt perfekt. Rot-gelbe Taktik. Das hat zweimal nicht geklappt, jetzt ist einmal genau aufgegangen. Ich bin zu 25 gekommen, ich krieg einen Rubin. Darf höchstwahrscheinlich würfeln, gehe ich einfach mal von aus. Krieg 2 Siegpunkte. Und jetzt kaufe ich einen. Ich krieg nochmal 9 Siegpunkte für hier. Ich bin auch nicht explodiert, ich krieg 5. Dann kriege ich immer noch eine Ratte, aber nur noch eine Ratte. Und jetzt kaufen wir noch einen für 25. Ich krieg 20. Ich mache jetzt auch mal das hier. Ich kaufe hier auch einen Vierer und einen 19. Ich habe 25. Und ich bekomme nochmal einen Rubin und einen Schritt, weil ich wieder die Mehrheit im Schwarzen und habe. Und da passt noch 9 drauf. Ich kaufe mir noch einen lilanen dazu. Für genau 25. 16 plus 9. Heieiei. Runde 6, ja? Runde 6. Und oh, da wir ist kriegen das Problem, jetzt. Wir kriegen jeder leider nochmal so eine Knallerbse in den Beutel. Okay. Eine weiße 1er Knallerbse. Okay. Ja. Zusätzlich. Ich ziehe eine Karte. Erreichst du in dieser Runde ein Rubinwertungsfeld, dann kriegst du 2 statt 1 Rubin. Sehr gut. Also lohnt sich doppelt. Ganz kurz, warte ganz kurz, ich schneide es kurz raus, ganz kurz einmal ordentlich schneuzen. Aber ich finde es super, muss ich sagen. Mir gefällt es. Ja, es ist glückslastig, aber es ist halt schönes Zocker-Glücksspiel. Ist nett. Oh, ich finde es auch super. Okay. Nehmen wir auch mit.
freut sich Lu. So. Ja, meine Schwarzen. Brauchst schon wieder. Okay, jetzt wird gebraucht. Meine Schwarzen ist verlassen, du hast ja gar keinen Schwarzen. Das ist natürlich auch im Zwei-Personen-Spiel natürlich ein bisschen einfacher, da immer die Mehrheit zu haben. Oh, jetzt habe ich gleich den Roten gezogen, ich darf ein Feld weiter, weil nur ein, immerhin schon ein Orange. Mhm. Oh, das ist gar nicht schlecht. Eins, zwei, drei, vier. Und eins weiter. Fünf. Noch keinen Weißen, nein. Wenn man von spricht, kommt natürlich direkt die Knallerbse in den Kessel. Und noch eine Knallerbse hinterher. Jetzt mal. Na komm, noch mal ein bisschen Farbe hier in den Kessel. Farbe in den Kessel. Ja. Oh, jetzt weiß ich gar nicht, von meinem Grüner an. Oh, und ich habe vergessen, ich habe noch einen Rubin bekommen. Wegen meinem Grünen, der ganz hinten war. Und das bedeutet, dass ich noch mal eins vorrücken muss. Ich darf jetzt zwei ziehen für den Effekt von dem Blauen. Oh. Dann nehme ich natürlich den. Der darf. Oh nein! 1, 2, 3, 4 und 1 weiter. Schon 5? Ich darf ich den Dreier ziehen? Ah. Okay. Ich darf nicht den Dreier ziehen. Ich darf auch nicht den Dreier ziehen. Und ich darf nicht den Zweier ziehen. Zwei töten mich jetzt schon. Ah, okay. Ich darf nur nicht den Dreier ziehen. Komm, denn ein, dann kann ich nicht in Rubinfeld. Komm. Komm. Jawohl. Jawohl. Ja. Bei mir ging es auch auf. Oh, und guck mal hier, ich habe den gezogen. Das heißt ja, ich habe drei. Und der darf jetzt. Ja. Sechs Felder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Aber ich habe kein Rubinfeld erreicht dadurch. Das soll ich nochmal, wenn ich jetzt explodiere, dann kotze ich auch ab. Nee, das mache ich nicht. Okay. Okay, ich habe genau ein Rubinfeld erreicht. Krieg damit schon mal zwei Rubine. Ja, ist leider nicht. Aber ich habe 24 erreicht. Was ja, du dann erreicht? Darfst du würfeln. Ah. 22. Ah, ein Rubin. Na, also. Ich krieg 7 Siegpunkte für mein Feld. Ich krieg 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann bleibt es bei mir bei einer Ratte, wenn man jetzt. Mhm. Und ich kann für 24. Ah, ich kann wieder. Einkaufen. Ich habe wieder die 22. Mehrheit, krieg das hier und ein Rubin. Der Huch. Grüne ist nicht an letzter Stelle, diesmal achte ich drauf. Und ich kann nochmal eins vor. 24. 24. Die Rosa dann haben wir irgendwie gar nicht. Ich nehme jetzt mal so einen gelben Zweier und nochmal einen. Ich mache zusammen 21. Ich habe 22. Passt. Also ich nehme 24, ich nehme nochmal so einen Vierer Rot und einen gelben Einser. Okay. Und dann werde ich noch. Ist die Rundenzahl auch schon vorwärts gegangen? Ich tue mal meine Flasche tatsächlich auffüllen. Das kann man ja auch stimmt. Für zwei Rubine machen. Das ist Runde 7. Okay. Und der oder die Spieler, die in dieser Runde würfeln, würfeln gleich zweimal. Ui, okay. Das heißt, lohnt sich doppelt vorzukommen. Okay. Ja, jetzt ist natürlich mein Tropfen viel weiter vorne wie deiner. So, jetzt darf ich den Effekt vom Blauen wieder. Zwei ziehen und aussuchen. Ich nehme trotzdem den Roten. Ja. Auch wenn der noch nicht weiter darf, aber trotzdem gut. Trotzdem gut, glaube ich. Oh, jetzt trinke ich meine Flasche und werfe den weißen Dreier zurück. Hm. Den will ich nicht. Trotzdem eine Knallerbse gezogen. Oh, ich habe ihn gleich wieder gezogen. Das gibt's doch nicht. Es sind so viele Chips im Beutel. Das gibt's doch gar nicht. Oh Gott, guck mal bei mir. Ja. Oh, jetzt muss ich zocken. Wieder. Ich darf halt nur die zwei. Ich habe auch vier. Wenn jetzt der Dreier kommt, bin ich auf explodiert. Ah! Dann kann ich den wieder zurückschmeißen. Sehr schön. Geht noch einer. Ja, ein Vierer immerhin. Ah, da ist er gleich wieder. Das gibt's ja gar nicht. Puh, das sind so viele Chips noch drin. Ah. Der kommt auch wieder zurück. Shit, wie viel sind das noch? Ah, die schmeiß ich beide zurück. Okay, komm, einmal noch.
Ui. Leider keiner weiß. Ah, und er hat noch zwei extra, weil ich noch zwei habe. Jetzt geht's aber los hier. Ich habe noch den Vierer. Eins, zwei, drei, vier. Ja, ich glaube, das höre ich auf. Das wäre verrückt. Ich bin leider nur bis zur 23. 27. Ich darf zweimal würfeln. Ein Rubin. Zwei Siegpunkte. Ich habe meine zwei Lilanen gezogen. Mhm. Und dafür kriege ich jetzt einen Siegpunkt und einen Rubin. Und für die zwei Rubine werde ich wieder meine Flasche auffüllen. Und das ist richtig, ne? Ich kriege immer, weil ich hier die Mehrheit habe. Ja. Ja, das ist halt schon stark. Im Zwei-Personen-Spiel ist das vielleicht fast ein bisschen zu stark. Hätte ich halt, ich habe es dir halt aber auch gelassen. Hast du ja mir auch gelassen, ja. Okay, und jetzt für 24 kann ich noch kaufen. Was ist mit dir? Achso, wo war ich? Ich war bei der, was habe ich gesagt? 22? 22, glaube ich, ja. 22 habe ich gesagt und kein Rubin, ja. 24, sorry, schon wieder 24. Ich mache schon wieder hast weiß. Hast du dir deine Siegpunkte schon gegeben? Ja. Achso, nee. Nee, hast du 10. Nicht. Ich gebe nämlich 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann habe ich kriegst du die drei Rattenschwänze. Ich hoffe, das hilft mir noch. Und jetzt habe ich für 22. Auf jeden Fall ist jetzt Runde 8, vorletzte Runde. Ich nehme dann so einen Vierer und nochmal so einen. Vorletzte Runde. Brauerheu, Brauerheu. Ah, ich kann nochmal hier zwei. Man gibt die ja immer aus, ne? Weil man. Ja, ach ja, ich könnte den. Aber ich gehe vor. Ich presche vor, ich will bis zu 35 schaffen. In der letzten Runde. Ah, hast du auch gezogen? Ah ja, okay, Moment. Ah, wähle, nimm dir einen beliebigen Vierer, müssen wir nochmal zurück machen. Nimm dir einen beliebigen Viererchip oder ein Siegpunkt pro Rattenschwanz, der in deinen Kessel kommen würde. Ja, ich nehme einen Viererchip. Ich nehme auch einen Viererchip. Was nehme ich denn? Ich nehme einen blauen Vierer. Ist gut. Blauer Vierer? Ja, ich nehme auch einen blauen Vierer. Okay, dann nochmal. Brauerheu. Ja. Blauer Zweier, darf ich schon mal zwei ziehen und einen raussuchen, dann ich den. Jetzt nehme ich schon mal einen Orangen im Kessel. Jetzt können dann langsam die Roten kommen. Oder erstmal noch mehr Orangen, dann natürlich ein Traum. Stattdessen kommen natürlich wieder lauter Weiße. Ich habe auch zwei Weiße gerade hintereinander gezogen. Lila, ne? Ah! Ich werfe schon vier. Rein. Du warst ja jetzt den Links, ja. Nein! Blauer Vierer. Das schon fünf. Jetzt darf ich nämlich. Nee, schon sechs. Ich habe schon sechs. Das gibt's doch gar nicht. Zwei, drei. Nein! Und mir einen davon aussuchen. Das ist der hier. Ich bin explodiert. Sehr gut. Der darf sogar eins weiter, weil hier schon eine Orange liegt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist doch ich muss auch fassen. Aufholen. Zwei. Leider ist der, der davor liegt, nicht weiß. Wir haben erst vier Weiße, vier Knallerbsen hier. Oh, fünf. Aber das ist doch nur der eine. Ich mach weiter. Ich habe einen riesigen Sack. Ne? Riesiger Sack. Wie viele Chips hier noch sind? Und ich ziehe natürlich den ein. 23, auch explodiert? 7. Ja, auch explodiert. Ich habe 22,7. Da bin ich. Das bringt ja eh nichts. Wir sind ja beide explodiert. Aber wir können überlegen, ob wir Siegpunkte oder ja, aber kaufen. Für den Lilanen kriege ich auf jeden Fall einen Siegpunkt. Ich kriege für den Schwarzen trotzdem einen Rubin und kriege den Tropfen eins vor. Ja, jetzt werde ich die Siegpunkte nehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und du? Das ist vorletzte Runde, nehme ich auch die Siegpunkte. Was anderes wäre wahrscheinlich nicht sinnvoll. Da hast du nochmal drei Rattenschwänze. Nach wie vor. Ja. So, letzte Runde spielt man eigentlich quasi, dass man immer so gleichzeitig einen Chip zieht, aber damit wollen sie halt auch nur verhindern, dass halt hier nicht geguckt wird. Ja, ja, sagen, wir gucken ja, nicht. Ich gucke eh hier mit meiner Kamera eh steif nach unten. Ich gucke auch nicht. Ich will es jetzt einfach schaffen, einmal bis zu 35. Achso, was kommen wir jetzt? Du kannst einmalig einen Rubin gegen einen beliebigen Einser-Chip tauschen. Nicht lila oder schwarz. Ich habe keinen Rubin mehr. Ich habe einen Rubin, tatsächlich. Gegen einen beliebigen Einer-Chips, nicht lila oder schwarz. Ja. Dann nehme ich nochmal Orange oder so. Ja, nee, weiß nehme ich nochmal. Gelb. Okay, gelb. Gelb. Weiß, weiß, weiß gibt's haben, nicht, ja. Willst du weiß, kannst du was? Knallerbsen, ja. Wie du möchtest.
Oh nein. Okay. Oh Gott. Man spürt es gleich, wenn der das Essen wird nicht schmecken. Gleich mal mit dem Gewürz. Komm, einmal bis zu 35. Jetzt kommen die ganzen roten vor den orangen, aber ich will mich gar nicht beschweren. Alles, was nicht weiß ist, ist gut. Und das Wichtige ist, das habe ich nicht gesagt, aber trotzdem nicht explodieren jetzt, weil das Geld würde jetzt auch in Siegpunkte noch durch 5 geteilt. Mhm. Wären auch Siegpunkte. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach so viel ziehen, bis man auf jeden Fall explodiert. Weil da nehme ich natürlich den 2, 3, 4. Jetzt darf ich für den 4 ziehen und einen aussuchen. Jetzt. Okay. 1, 2, 3, 4. Schade, schade, schade. Vierer, glaube ich. Ja. Ah! So wird das nichts mit der 35. Ah! 1, 2, 3, 4, sehr gut. Ich darf nochmal 5 ziehen. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe noch so viele. 2, aber jetzt habe ich zu viele gezogen. Nein! Explodiert! Explodiert? Explodiert! Das ist meine Chance. Aber. Ich habe gerade zu viele gezogen, deswegen habe ich es nochmal rein. 1, 2, 3, 4. Ja, ein bisschen glückslastig ist es natürlich schon. Ja, das gehört halt dazu, so ein Ding, klar. Aber es ist es natürlich, weil man halt quasi jede Runde sein Deck zurücksetzt. Das ist wie, als würdest du den Dominion dein Deck mischen und jetzt jede Runde neu die Chance, alle drei anwesend ja, zu ziehen. Ja, ja, ja. Aber das gehört halt sowas irgendwie dann auch. Aber es ist nett. Ich musste darunter auch schon leiden, tatsächlich. Oh, jetzt darf der 5 weit. 1, 2, 3, 4, 5. Och, du machst jetzt noch voll die Punkte. Und ich habe immer noch nur 2 weiße. Oh, jetzt aber. 1, 2, 3. Jetzt habe ich 3, 4, 5. Okay, ich kann aber noch weitermachen. 6. Ja, jetzt sollte ich, glaube ich, aufhören. Wenn ich jetzt den 2er ziehe, wäre arg blöd. Ich höre mal auf. Okay. 29, 11. 24, 8. Ich bin nicht explodiert. Aber sehr gut. 1 Siegpunkt. Und jetzt kriege ich fürs Feld 11 Siegpunkte. 8. Also 39, 51. 49. Du aber jetzt kriegst du ja noch. Du bist jetzt hier halt irgendwie so. Ja, aber du kriegst halt jetzt nochmal fürs Geld, weil du explodiert bist. Nicht explodiert bist. Und ich kriege jetzt eben 29 durch. Müssen wir nochmal ganz kurz nachmachen. Ich glaube durch 5. Das wären nochmal 5. Damit hätte ich dann gewonnen. Eieiei. Ich glaube, es war durch 5 geteilt. Ich kriege auf jeden Fall was. Steht hier nicht auf dem Tableau mit drauf. Ende der Runde. Letzten Runde für jeweils 5 Geld bzw. 2 Rubine kriegt man einen Siegpunkt. Ja, die letzte Explosion. Die letzte Explosion. Ja, nur ein Gebräu, ein Gepampe. Kommen Sie zu mir, ihr kriegen Sie feinsten Heil gegen alle Krankheiten. Das macht Sie hübsch und reich. Ja, das gibt's bei mir, das schöne Elixier. Ja, es ist glückslastig definitiv. Ja. Das hat einfach den Effekt, wie wir gerade schon angesprochen haben, dass du halt wirklich jede Runde sozusagen dein komplettes Deck in der Hand hast. Du spielst nicht deinen Sack zwangsweise durch. Aber das ist auch der Reiz hier irgendwie. Ich glaube, sonst wäre es langweilig. Dann weißt du, die Dreier ist raus und dann machst du einfach irgendwie. Das würde anders nicht funktionieren für das, was hier ist. Das muss man halt damit leben. Es kann sein, du kaufst dir halt irgendwie, was weiß ich, einen Vierer rot und der kommt halt nie. Und es kann sein, jemand, ja, aber klar, man kann dem schon entgegenwirken. Wie gesagt, wollte ich nochmal betonen, es gibt hier mehrere Sets, also es gibt mehrere so Bücher und man kann die Bücher eben auch umdrehen. Mhm. Erstmal vorgeschlagene Sets erkennt man anhand dieser Lesezeichen hier, 1er, 2er, 3er oder 4er Set. Und dann könnte man natürlich auch eigene Sets bauen. Man braucht halt einfach für jede Farbe eine Fähigkeit. Ja, aber schon wieder muss man sagen, ein familienfreundlicher Deckbilder, genauso wie Eldorado. Ja, Backbilder, Deckbilder, wie auch immer. Ja. Auch sehr schön, sehr angenehm, spielt sich so richtig runter. Und mir macht es Spaß und mich stört es auch nicht, dass es glückslastig ist, weil gratis der Reiter, das ist halt so richtiges Push-Your-Luck-Backbuilding. So volle Kanne. Ja, das und, ist halt dieser Push-Your-Luck-Element, der hier doch ausgeprägt ist. Ja, das ist. Ist in anderen Deckbildern nicht so. Zumindest genau. Jetzt auf einem keine an. Hier kannst du wirklich. Da kannst du ja auch mehrmals so an der 6er Grenze rumbrauen. Und wenn du Glück hast, dann kommst du halt durch damit. Naja, also das war ja unser Let's Play, die Quacksalber von Quedlinburg von Wolfgang Warsch. Müsste raus sein jetzt schon. Das ist eine Frühjahrsneuheit, Schmidt-Spiele. Also wirklich für Familien total zu empfehlen. Die
mal so ein bisschen rumbrauen wollen. Auf jeden Fall, im Gegensatz, jetzt haben wir ein wirklich einfaches Familien-Alchemistenspiel und ein Hardcore-Vielspieler von Alchemistenspiel. Gibt es auch was dazwischen? Weiß gar nicht. Wenn doch, schreibt es in die Kommentare. Die 10 besten Alchemistenspiele. Ja, ja, das, oh, das müssen wir auch anfangen aufzuschreiben. Das müssen wir auch anfangen. Da gibt es aber noch nicht so viele, glaube ich. Auf jeden Fall, das war's. Vielen Dank fürs Zugucken, danke fürs Abonnieren, danke fürs Supporten auf Patreon natürlich, aber auch über die Partnerlinks. Immer wieder gern. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Video. Tschüss. Bis dann, mach's gut. Tschüss.